Also Sie müssen entschuldigen, dass Sie jetzt lachen. Erstmal hallo zum Modern-Koi-Blog. Ich bin hier auf einer Baustelle. Ne? Und ich lache vielleicht nicht zuletzt deshalb, weil das eine Baustelle ist, die wahrscheinlich genau in etwa so wäre, wie wenn ich ohne Ahnung vom Koi-Teichbau, ohne Ahnung, wie man überhaupt baut und macht und tut, wenn ich morgen gesagt hätte, ich mache jetzt Thema Koi, das ist jetzt mein neues Hobby, und ich baue mir jetzt einen Teich und dann wird mal grob oberflächlich übers Internet hinweg gegoogelt und sich mal so ein Grundwissen angegoogelt und im nächsten Schritt holt man sich einen Minibagger oder eine Schaufel und einen Schubkarren und ein Rudel voll Freunde, fängt an ein Loch zu graben, dichtet es irgendwo ab und baut dann einen Filter. So. Und dann merkt man, da hat man nicht dran gedacht und da merkt man, hat man nicht dran gedacht, das hat man noch vergessen und das ist vielleicht nachher unpraktisch, dann wird das ganze System nochmal umgemodelt und irgendwann ist ein halbes Jahr vorbei, dann kommt der Winter und dann ist man mitten in der nächsten Saison. Fische hat man natürlich auch schon gekauft, die muss man dann irgendwie vorübergehend auch noch in dem ganzen Wahnsinn unterbringen, weil die Händler sagen dann auch irgendwann, hey, du hast Fische gekauft, du musst jetzt noch loswerden. Und irgendwann spielt alles gegen die Zeit und unter Zeitdruck wird es natürlich nicht wirklich besser. Und dann hat man plötzlich einen Teich, hat Fische, hat Wasser drin, hat eine Belüftung, hat provisorisch hinten noch einen anderen Filter angeschlossen. Und plötzlich kommt dann so ein Spinner wie ich, den man eingeladen hat und gesagt, guck dir das mal an. Aber ich habe es gleich gesagt, ich bin kein Profi und ich möchte nur Ratschläge und Und dann komme ich und schlage die Hände über dem Kopf zusammen und frage, ob ich dennoch einen Block drehen darf, weil es ist ja natürlich noch kein Meister vom Himmel gefallen, sage ich immer, doch ich, aber ich bin unglücklicherweise mit dem Kopf aufgeschlagen. Ja, und dann frage ich, ob ich einen Block darüber drehen darf, weil es so die klassische Baustelle ist, muss ich ganz ehrlich sagen, wie man sie bei vielen der Selbstbauer findet. Also dieser Aktivismus, Aktionismus, der hat noch nie zu irgendwas geführt, sondern zuallererst sollte, wenn man sich so einen Koi-Teich bauen möchte, inklusive Filter, man will hier selber einen Mehrkammerfilter bauen, sollte man als erstes mal einen Plan machen. Mal einen ganz groben Plan, wie groß ist der Teich, wie groß ist der Filter, den ich dafür brauche und vor allem ganz wichtig bei diesen ganzen Mehrkammerfiltern, und das ist auch das Problem, was Sie gleich sehen werden, wie ist das Fließschema? Wie können wir dem Wasser beibringen, dass es durch Filtermaterial soll, durch mechanisch aktives Filtermaterial, wo der Schmutz zurückgehalten werden soll und nachher auch durch biologisches Filtermaterial, wo die Bakterien leben, wo dann schlussendlich die Eiweißverbindung Ammonium und Nitrit, Stickstoffverbindung Ammonium und Nitrit abbauen. Und genau das ist das, wo hier die Anlage krankt. Wenn das Wasser jetzt so reinkommen würde, wie es gebaut ist momentan, dann wird es irgendwo versuchen, durch ein paar Bürsten, ich zeige es Ihnen gleich, durchzukommen, wird aber relativ schnell merken, der Weg durch die Bürsten ist schwer, erschwerlich, beschwerlich, da komme ich nicht durch, würde dann wahrscheinlich relativ schnell drunten durchgehen, würde dann hier durch noch derzeit eine leere Kammer, da kommen auch Bürsten rein, da wird es genauso unten durchgehen und würde dann auf eine Kammer treffen, wo man fein säuberlich Matten und später auch Helix eingebracht hat. Das wäre dann aber auch nur suboptimal, weil so wie es gerade ist, wird das Wasser wahrscheinlich gerade unten durchfließen und ganz zum Schluss kommt es in eine Pumpenkammer, wo dann zwei Pumpen auf ein Rohr drücken würden. Das auch suboptimal ist. So, das zeige ich Ihnen jetzt mal alles und in den nächsten Blogs besprechen wir dann mal, wie ich jetzt empfehlen würde, wie man das anders gestalten könnte, wie man das Ganze hier noch retten kann, dass es am Ende sinnig wird. Ja, die beiden haben sich sogar einen eigenen Minibagger gekauft, der wird dann, wenn die Baustelle irgendwann mal fertig ist, wird er auch wieder verkauft. Aber das ist auf jeden Fall wahrscheinlich eine lohnende Investition gewesen. Zumal, wenn man weiß, dass der Teich hier 2,5 Meter tief ist, ist nicht mehr State of the Art. Ich werde sogar meine Teiche dieses Jahr von 2 Meter auf 1,50 Meter abflachen, weil ich einfach merke, dass es suboptimal ist. Aber zumindest hat man einen Minibagger. Was hier stimmt, und das muss man jetzt mal wirklich sagen, wenn ich jetzt mal Teichvolumen anschaue oder Teichoberfläche, und Filteroberfläche, also das ist ungefähr 50% vom Teich, ist Filter. Und da der Filter auch richtig, richtig tief ist, ist das Filtervolumen also auf jeden Fall mal gegeben und bietet auch die Möglichkeit, dass der so jetzt modifiziert werden kann, dass es später auch funktioniert. Das hier sind 2 Bodenabläufe. Hier unten haben wir noch einen Skimmeranschluss, der wird dann hier an das Loch angeschlossen. Also das passt auch, 50.000 Liter, 3 Bodenabläufe, ist ein bisschen mau. Wenn ich jetzt mal sage, im besten Fall kriege ich da im Schwerkraftprinzip 12.000 Liter drüber, dann kriege ich einen Teich also nicht einmal in der Stunde umgewälzt, sondern vielleicht alle Stunde und 20 Minuten. So, jetzt habe ich hier aber eine Riesenkammer und so wie es gerade geplant ist, würde das Wasser hier jetzt reinkommen.
dann will man zwar hier noch Bürsten rüber machen, die Bürsten hängen sehr dick, die Bürsten dicht, die Bürsten sind auch sehr tief. Also das Wasser hat da überhaupt keinen Sinn, durch die Bürsten so hindurchzukommen. Das würde zum größten Teil unten hinwegfließen, würde dann durch die beiden Leitungen hindurchgehen. Also hier die 100er Leitung oder 3 Leitungen sind es. Das hat er zum Beispiel, da hat man hier berücksichtigt, dass das, was Zulauf ist, dann auch Durchlauf durch den Filter ist. Also man hat ja immer die gleiche Querschnittsfläche, wobei es eigentlich besser ist, weil man im Filter das Wasser beruhigt haben möchte, wenn man dann die Rohre hier etwas dicker machen würde. Hier in die Kammer, bitte. Ah, ist eine Nummer größer, höre ich gerade. Stimmt, das ist den 125. Also dann hätte man quasi 1 oder 1,5 Rohrleitungsquerschnitte, wenn man es auf 100 rechnet, hätte man mehr. Das ist also schon mal gut berücksichtigt. Hier in die Kammer sollen dann auch wieder Bürsten eingebracht werden. Dann kommen wir an diese Kammer. Das sind mir unbekannte Filtermatten, aber das spielt jetzt auch keine Rolle. Sie sind für meinen Geschmack relativ dicht, aber ich habe keine Erfahrung damit. Witzig ist, den Korb, den man hier aus PVC-Material gebaut hat, das funktioniert, ist gut. Und dann auch so Kunststoffgitter reingemacht als Auflagefläche fürs Filtermaterial oder wenn man Helix drin hat, dass es nicht wegschwimmt. Man muss etwas aufpassen, ich habe das schon erlebt, wenn das Kunststoffmaterial so sehr lange im Wasser ist, kann es relativ brüchig werden. Also wenn ich in ein paar Jahren dann mal hier mal drankomme, kann es sein, dass es bricht. Aber auch hier die Kammer, da will man jetzt, dass durch diesen Schaumstoff hier, 6-lagig dick, dass das Wasser hindurchfließt. Das Wasser wird alles tun, nur nicht da hindurchfließen. Das prallt hier vorne ab, wenn es hier reinkommt und geht dann hier seitlich an dem Korb vorbei und man glaubt überhaupt nicht, was auf die Höhe, was das für eine große Fließfläche ist. Also das ist mit Sicherheit mehr als die 3 Rohre. Also von daher baut sie überhaupt keinen Staudruck auf, der irgendwie bewirken könnte, dass es durchgeht. Und last but not least, wenn Sie unten schauen, das Wasser kann hier unten 20 cm hoch unter dem Korb hinwegfließen. Also das Filtermaterial in dem Korb kann man sich sparen, kostet nur Geld und bringt nichts. Und dann, last but not least, kommen wir hier in die letzte Filterkammer, das ist dann die Pumpenkammer und hier ein Kardinalsfehler, den ganz viele machen. 2 Rohrpumpen drücken zusammen auf eine Leitung, das wäre ja noch soweit in Ordnung. Was man hier richtig gemacht hat, ist, dass man ein Y-Stück zur Stromvereinigung genommen hat, aber das Y-Stück hätte bei 100er Rohren, wenn man einen 150er Querschnitt nimmt, ein 150er Durchmesser, ist in der Querschnittsfläche wie 200er Rohre, also dass man quasi im zusammengeführten Strom die gleiche Fließgeschwindigkeit hat wie in den beiden Einzelströmen und dann ist es vom Rohrreibungswiderstand vertretbar. So in der Form macht es keinen Sinn und würde nur unnötig Pumpenleistung kosten. So, dann hat man hier noch einen Pflanzenfilter und dann hier den Teich. Also Sie sehen, das Fließschema ist hier wirklich komplett in die Hose gegangen. Nicht, weil man das so wollte, sondern weil man einfach mit dem Bau angefangen hat und nicht mit der Planung. Und ich werde jetzt einfach mal die nächsten 2, 3 Blocks, wir fangen hier in der Bürstenkammer an, werde ich Ihnen jetzt mal erklären, wie ich es machen würde, würde ich die Anlage jetzt umbauen und auch da hinten mit der geplanten Helixkammer. Was kann man da jetzt noch machen? Was kann man retten? Was macht Sinn im Hinblick auf die Filterung und vor allem auch im Hinblick auf die spätere Pflege, weil diese Mehrkammerfilter haben natürlich schon auch, oder bei den Mehrkammerfiltern sollte man schon auch den ganzen Pflegeaufwand, der einen quasi ein Teichleben lang verfolgt, den sollte man berücksichtigen, weil sonst ist ganz schnell das Thema Teichspaß verloren. So, Ihnen noch einen schönen Tag und bis zu den nächsten Blogs.